Hallo Freunde des Tabletops und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Tabletop Hebeberg. Ja, heute präsentieren wir euch Teil 2 von den Gassenmärchen. Glücklicherweise orientieren wir uns ja meistens an Dingen aus dem Alltag. Max hat seiner Freundin versprochen, dass er bei der Wäsche hilft. Ja, und Mike hat gesagt, er wollte mal öfter in den Spiegel gucken. Also kümmern wir uns darum. Genau. Ich werde wieder bauen. Ich bemalen und dann sehen wir uns am Ende des Videos. Bleibt dran. Für unsere heutige Folge benötigen wir, neben den üblichen Bastelmaterialien und den Materialien, die wir beim letzten Video schon hatten, den Deckel von einer Packung Dickmanns. Da befindet sich auf der Rückseite so eine Silberpappe drunter. Und Essstäbchen. Im ersten Bauabschnitt bauen wir uns eine Base, wie im letzten Video schon gezeigt. Der Link befindet sich unten in der Videobeschreibung. Auf die Base wird nun ein Muster aufgemalt, um zu wissen, wie unsere Wäscheleine später stehen soll. Dann markieren wir uns Punkte auf die Base. Und in den Punkten wird nun ein Loch hineingebohrt, um dann später die Pfosten zu stiften. Die Pfosten sind jetzt Raketenstiele, die werden auf die richtige Menge markiert und abgesägt. Die sollen dann da rankommen. Dann haben wir jetzt hier noch ein Stück Essstäbchen. Der wird nun etwas länger als die Pfosten und wird auch wieder angezeichnet und abgesägt. Dann werden unten Löcher hineingebohrt und dann eine gerade Linie gezogen auf Höhe der Wäscheleine. Und da wird dann nun ein Loch hineingebohrt. Auch wieder mit einem Handbohrer, das macht sich am besten. So, dann wird in das Loch ein Schaschlikspieß hineingeklebt. Und dann werden die Pfosten darauf gestiftet. Also auch ins Loch rein. Und mit Holzkleben festkleben. Dann werden hier und da schon ein paar Steinchen aufgeklebt. Und natürlich Sand drauf gestreut. So, nachdem alles getrocknet ist und angeklebt ist, haben wir jetzt hier Büroklammern. Diese stecken wir nun in die Löcher rein und basteln uns so kleine Ösen zurecht, beziehungsweise kleine Haken, wo dann später die Wäscheleine daran befestigt wird. Und diese kleben wir nun auch mit Holzleim in die zuvor gebohrten Löcher rein. Dann haben wir jetzt hier auf ein Stück Papier ein Kleidungsstück aufgezeichnet. Da könnt ihr euch verschiedene Kleidungsstücke nehmen, die ihr möchtet. Auf eine Seite aufgezeichnet, dann, dass wir zwei gleiche haben, geknickt und ausgeschnitten. Dann werden wieder Kisten gebastelt. Die haben wir euch auch schon im letzten Video gezeigt, wie das funktioniert mit Pappe und Styrodur. Da könnt ihr euch einfach nochmal das alte Video angucken und solche Kisten basteln. Wir haben auch noch ein paar übrig gehabt. Dann haben wir jetzt hier eine Texturfarbe, diese ist von AK Interactive. Das ist so eine Crackle-Farbe, das ist nur optional, das müsst ihr nicht machen. Wir haben uns dazu aber entschieden, weil es ganz schön aussieht. Das wird nun komplett verstrichen und verteilt, so einzelne Punkte. So sieht es dann aus, wenn es getrocknet ist, hat so einen kleinen Risseffekt, das gefällt uns ganz gut. Und das wird ringsherum schon etwas gebased, natürlich auch wieder mit kleinen Steinchen und Holzleim. Aus einem Stück Draht wird nun die Wäscheleine gebastelt und gebogen. Wir haben uns für Draht entschieden, weil das einfach stabiler ist statt Schnur. Deswegen Draht. Das haben wir dann da so rummodelliert, dass es halt aussieht wie so eine Wäscheleine. Nur halt stabil. Dann werden die Klamotten rangehangen, die wir aus Papier gemacht haben. So, die hängen wir dann da schön ran. Natürlich auch schön mit Holzleim einschmieren, dass die schön fest und stabil werden. Dann haben wir uns aus Büroklammerresten so kleine Wäscheklammern gebastelt und zurechtgebogen. Und die kleben wir dann auch mit Holzleim fest. Das Ganze sieht dann so aus. Nice. Aus einer Plastikkappe haben wir nun einen kleinen Wäschekorb gebastelt. Diesen befüllen wir jetzt mit irgendwelchen Papierresten, um Stoff darzustellen.
und der wird dann auch einfach mit Holzleim auf die Base geklebt. So sieht das jetzt aus. Sieht schon ganz schnucklig aus. Dann haben wir jetzt hier noch die Kiste. Das ist jetzt eine kaputte Kiste mit Müll drin. Die kleben wir auch mit Holzleim auf die Base fest. Und besanden das ringsherum. Ja, nachdem das alles getrocknet ist, wird das ganze Geländestück noch einmal schön mit Holzleim eingeschmiert, beziehungsweise mit einer Mischung von Wasser und Holzleim, um das einfach stabil zu bekommen. Die Bemalung von dem Geländestück zeigen wir euch jetzt nicht, da es im Endeffekt die gleichen Bemaltechniken sind wie im letzten Video. Das könnt ihr euch dann einfach nochmal anschauen. Wir zeigen euch jetzt Bilder von der Wäscheleine und dann geht's weiter. Für die nächste Gasse haben wir natürlich wieder eine Holzbase vorbereitet. Da kleben wir nun Abschnitte von Raketenstielen ran, die noch übrig waren. Und hier so ein Stück Brett, das kleben wir auch einfach ran. Dann können wir das schon besanden. Das ist eine ganz schnelle Gasse. Dann werden hier und da schon ein paar Borkenteile rangeklebt und Kisten gestapelt. Die haben wir natürlich auch schon vorrätig gehabt. Link wie immer in der Videobeschreibung. Die werden wie gesagt schön gestapelt. Hat man auch gleich eine kleine Deckung auf dem Spielfeld. Ist ganz schön. Dann haben wir jetzt hier die Pappe. Die spiegelt so ein bisschen. Die ist von der Dickmanns Packung. Da legen wir uns so eine Figur auf und zeichnen uns ungefähr die Größe des Spiegels auf. Und schneiden das Ganze mit einer Schere aus. Das nehmen wir als Schablone und umranden das Ganze noch einmal mit einem kleinen Überstand, um einen Rahmen darzustellen. Und da können wir jetzt auch noch so ein kleine Spielereien mit dran malen. Das wird dann auch ausgeschnitten mit einer Schere. Das wiederum nehmen wir uns auch als Schablone, malen das Ganze an und zeichnen wieder einen kleinen Überstand an. Und schneiden das Ganze auch wieder mit einer Schere aus. Und dann wird das Mittelstück nun mit einem Bastelmesser rausgetrennt, um nun den Rahmen zu haben. Das machen wir bei dem kleinen Stück auch noch. Dann wird das kleine Stück mit Holzleim beschmiert und da kann nun schon der Spiegel reingeklebt werden. So. Den großen Rahmen werden nun an den Achsenpunkten auseinandergeschnitten und auf der Rückseite festgeklebt. Das sieht dann wirklich so aus wie so ein Rahmen, der so gesteckt ist. Das sieht dann ganz gut aus. Um den Spiegel etwas kaputt zu machen, wird mit einem Bastelmesser nun gebrochenes Glas reingeritzt. Das ist aber optional, wenn euer Spiegel ganz sein soll, dann müsst ihr das nicht machen. So sieht er jetzt aus. Ja, schön gebrochen. Dann wird noch ein Pappstreifen hinten rangeklebt als Stützbalken. Und das Ganze wird nun auf der Base festgeklebt. Und dann wird wieder die Base besandet, mit Holzleim eingeschmiert, dass alles stabil ist und bemalt. Wie auch schon davor, das zeigen wir euch nicht, es ist das gleiche im Endeffekt wie im letzten Video. Hier ein paar Bilder und bis gleich.
Oh. So, Freunde des Tabletops, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Jetzt haben wir natürlich richtig geile Gassen, aber ich sehe schon, auf den Hinterhöfen ist leider nichts los. Ich glaube, ich muss Mike da wieder eine Hausaufgabe aufgeben, dass er hier die Hinterhöfe dreht. Ja, und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Denkt jedenfalls immer dran, make Tabletop great again. Ich krieg eins zu viel hier, die Scheiße!